Hey Leute, es passieren Dinge. Antimatter gibt's jetzt als Refill. 10 ml, kleine Dinge, yay! Es ist Wochenende und Zeit, dass ich dieses Video mache. Ich war letzten Samstag bei Raphael im Laden Steampunk in Saarbrücken. Ich gehe da vor allen Dingen hin, um mir einfach mal einen Kaffee zu schnorren quasi, ja. Kauf gelegentlich was, hab ein bisschen Gespräch mit den Leuten, die reinkommen und mit den Leuten, die in der Theke stehen. Und es ist halt einfach ein schöner Laden. Und ein Offliner gehen ist halt einfach toll. Ich mach schon mal ein Bier auf und erzähl gleich was drüber. Und Raphael meinte, Peff, Malz. Und Raphael meinte, ich glaube, wir haben da was für dich, was dir gefallen könnte. Es gibt nämlich jetzt die Antimatter-Aromen in 10 ml Flaschen. Sieht so ein bisschen aus wie aus dem Kaufmannsladen, oder? Wenn man die anderen Flaschen kennt. Und die stellen das unter die Kategorie Refill. Also wenn ihr bereits Antimatter-Flaschen zu Hause habt, und dann könnt ihr sie nachfüllen. Was man natürlich nicht muss. Das ist ein ganz normales Aroma und wird mit 8 bis 10% angemischt. Aber nennen wir es einfach Refill. Und danach gucken wir heute, da ich es cool finde, dass sich Dinge bewegen können. Ich trinke übrigens ein Geildorfer Spezial. Und zwar hat mir das Michael Rösch geschickt. Michael Rösch hat sehr vielen Leuten, sehr vielen YouTubern, sehr viel Bier geschickt. Er hat mir, das war ein Karton mit 9 Flaschen. Michael, vielen, vielen lieben Dank. Das ist alles fränkisches Bier aus kleinen Brauereien. Und ich glaube, es war alles fränkisch. Es sind nur noch 2 übrig, muss ich sagen. Ich finde das so geil, wie sie jetzt die Franken drauf haben. Durchschnittsbier überdurchschnittlich gut zu brauen. Ohne Scheiß. Das ist alles immer so rund und crisp. Simon von Vapescene Investigation hat mal gesagt, die Saarländer haben ja kein gutes Bier. Und mittlerweile, nachdem ich halt so viel probiert habe, muss ich leider sagen, ey, liebe Mitsaarländer, wir haben kein so richtig gutes Bier. Wir haben Carlsberg Urpils und ich trinke das auch sehr gerne, aber das hier sind Biere, die kriegst du in der Qualität im Saarland einfach nicht. Ein süffiges, malziges Bier mit genau der richtigen Menge Kohlensäure und Hopfen im Abgang, ohne dass er irgendwie bitter ist oder in der Nase hängen bleibt oder so. Super. Ohne Scheiß super. Ja, ich habe gesagt, pass auf, ich kaufe die jetzt alle. Ich kenne eigentlich nur Black Hole und Asterion und ich kaufe jetzt blind alle anderen Sorten auch noch. Einfach weil es mich ein bisschen hart begeistert hat, dass sie es geschafft haben, diese Flasche, die in der Chubby steckt, aus der Chubby rauszunehmen und einfach so zu verkaufen. Und ich habe die jetzt mit 10% angemischt, einfach in verschiedenen Flaschen, denn ich habe jetzt die Wahl. Also ich habe die Original Chubby nicht und ich will die Original Chubby auch gar nicht. Ich habe Flaschen hier. Ich will eure Chubbys nicht. Ich esse meine Suppe nicht. Meine Suppe esse ich nicht. Wo ist mein Deckel? Lass uns mal testen, Eleria. Ein Beerenmix mit der Kühle und Würze einer fremden Welt. Biermix. Ja. Dinge gefallen mir gut und Dinge gefallen mir nicht so gut. Was mir eigentlich nie gefällt, sind Beerenmixe. Ich mag das. Der hier ist nicht schlecht. Der schmeckt jetzt nicht wie so ein Raumbedurfter. Das Probleme habe ich sehr oft. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Aber Beeren sind immer ein bisschen langweilig. Es ist ganz gut kühl und was die Kühle im Hals angeht, würde ich auch sagen, da ist Colada drin, aber da ist auch irgendwie Menthol-Eukalyptus oder so mit drin. Kälte ist so mittel. Süß ist auch so mittel, ist kein pappsüßes Liquid. Aber was da noch ist, da ist irgendwas mit Kräuter, was ich nicht sagen kann. Das ist geil. Vielleicht kommt es mir nur so vor. Aber das ist nicht einfach nur ein langweiliger Bärenmix. Geht doch mal ein bisschen Pump auf die Wicklung. Warum wird denn die Wicklung so schnell kalt? Oh, einer meiner Akkus verreckt.
Der ist wohl nichts mehr. Gleich wieder da. Ich will ein drahtloses Mikrofon. Ah. Öfter mal neue Akkus kaufen. Also sagen wir so, zum einen, es ist Colada drin. Ich versuche mich gerade von diesem Zeug zu lösen. Ich traue dem irgendwie nicht so ganz. Und es ist ein Bärenmix. Das finde ich immer super uninteressant. Ich bin schon sehr froh, dass er nicht ekelhaft ist, aber ich finde das langweilig. Aber dieser etwas scharfe Unterton, den finde ich geil. Oder ist das vielleicht einfach nur eine Zitrone in Kombination? Ist okay, ist für mich auf der, wer Beerenfrüchte mag, wird das schon sehr, sehr mögen. Skala auf einer 7 von möglichen 1 bis geil. Was? Es ist okay, ich werde es weiter schenken. Was einige hart freuen wird, ist, der Preis ist gesunken. Also ein Antimatter kostet, glaube ich, irgendwas zwischen 8,90 € und 10 Euro, demnach, wo man es kauft. Ich habe jetzt bezahlt 7,50 €. Also gegenüber dem Online-Kauf von einer Chubby-Flasche 1,40 € weniger im Offliner. Das finde ich gut, das finde ich für mich persönlich jetzt nicht kriegsentscheidend, denn wenn ich ein Aroma mag und dann kaufe ich es mir, ist halt die Frage, ob es dann mein durchgehendes Olde wird, denn es gibt tatsächlich Sachen, wo ich dann sage, das ist mir einfach zu viel. So Liquid 60 ml für 20 Euro, damit gehe ich sparsam um. 7,50 € ist okay. Das ist jetzt nicht das günstigste Aroma, was am Markt ist, das garantiert nicht. Aber gegenüber dem, was es vorher in der Chubby-Variante gekostet hat, spart man halt einfach ein bisschen was. Das finde ich gut. Was für mich aber auch jetzt kein Entscheidungskriterium war. Die Sache ist mal, es gibt das Video von mir, wo ich halt über Chubbies abrante. Und tatsächlich ist es so, wir haben hier nur noch gegenüber der Chubby-Variante, die ich jedes Mal nochmal kaufen musste, nur noch ein Fünftel an Müll. Das war für mich ein Entscheidungskriterium zu sagen, finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Ich kaufe die jetzt einfach alle. Ich weiß nicht, ob wir alle probieren werden, aber jetzt probieren wir Proxima. Spacebären. Oh, jetzt habe ich schon wieder Bären gegriffen. Naja. Spacebären mit dem gewissen X-Faktor. Mit dem gewissen X-Faktor. Alle, die 90er haben angerufen, wollen ihr Marketing-Sprech zurück. Der gewisse X-Faktor. Übrigens auf dem Drop RDA auf einer Vaporesso Lux und das bei 72 Watt bei 0,2 Ohm. Schmeckt nicht wie ein Bärendings. Das schmeckt nach Melone und das schmeckt geil. Schön süß-fruchtig nach so Melonen-Bonbon-Kaugummi-Zeug. Und da sind bestimmt irgendwie Beeren hinten dran und es hat auch eine ganz kräftige Süße und es hat auch irgendwie sowas wie Minze-Eukalyptus, irgendwie so. Das hat auch einen Schuss Colada. Das schmeckt super. Das ist die Frage, ich werde es im Tank ausprobieren. Ich habe immer das Gefühl, Colada macht innerhalb kürzester Zeit alles an Watte kaputt. Und gar nicht mal so richtig kaputt. Ich habe das früher, ich hab White Knight gesuchtet ohne Ende und da ist halt auch Colada mit drin. Und hatte das Phänomen damals nicht. Ich glaube, es liegt an mir. Ich habe da irgendwie Rezeptoren für entwickelt. Aber nach zwei Tanks Colada schmeckt für mich alles super scharf. Deswegen finde ich dieses Zeug strange. Und ich merke es auch jetzt im Hals. Da bleibt irgendwie sowas hängen, was sich für mich anfühlt wie Sodbrennen oder so. Ich. Nee, nee. Und trotzdem muss ich sagen, jetzt so ein paar Mal zum Transziehen, lecker ist es. Es gibt noch einen Real Talk. Nee, ist keiner. Den ich gerne loswerden möchte. Und zwar geht's tatsächlich um Offliner. Da ich das Ganze jetzt auch bei Steampunk gekauft habe. Es gibt zwei Offliner, wo ich regelmäßig hingehe. Das eine ist Steampunk, das andere ist Steam Island. Steampunk ist in Saarbrücken am St. Johanner Markt, Steam Island ist in Scheid. Und irgendwie bricht bei Offlinern gerade das Geschäft ein. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Das eine ist, wir hatten jetzt so viel negative Presse, ich will gar nicht drüber reden, ich habe momentan keinen Bock mehr auf das Thema. Aber die Einsteiger bleiben aus. Das andere ist, es wird momentan wohl sehr viel Hardware in China bestellt. Einfach weil wir diese
beschissene TPD2-Regelung haben, dass Dinge erst nach einem halben Jahr verfügbar sind und dann sind sie eben in Deutschland auch teurer als in China. Klar, willst du machen. Lohnkosten, Lagerung, der ganze Pipapo ist halt in Deutschland einfach, kostet halt mehr. Und deswegen sage ich, weil Offliner meine persönlichen Heldinnen und Helden sind, weil das die sind, die die Leute von der Kippe wegbringen und die diese Beratung bieten und die auch einfach ein ganz anderes Einkaufserlebnis bieten. Wenn ihr euch das Zeug kaufen wollt und ihr habt die Möglichkeit, geht zu eurem Offliner. Immer mal wieder. Ich meine, es ist jetzt Wochenende und vielleicht wollt ihr die Möglichkeiten nutzen, die vor allem nur ein Offliner bietet. Geht da rein, trinkt mit denen zusammen einen Kaffee. Redet mit den Leuten, die auch dort stehen und kaufen. Das macht super viel Spaß, sich mit Leuten darüber auszutauschen, was man gut, was man kacke findet. Einfach um ein bisschen Neues was zu finden. Probiert alle Liquids durch, die dort rumstehen. Es gibt so viele Offliner, die halt irgendwie die Möglichkeit bieten, irgendwie 50, 60, 100 verschiedene Aromensorten durchzutesten. Und guckt euch ein bisschen um, vielleicht findet ihr was, was euch gefällt und dann geht shoppen. Die können gerade ein bisschen Hilfe gebrauchen. Also jetzt ohne Witze, ich habe von Läden gehört, wo Leute entlassen werden, weil momentan der Umsatz so einbricht. Und es schadet nicht einfach, support your local dealer. Deuterium. Klingt wie ein chemisches Element. Ein leckerer Apfelstrudel mit Zimt frisch aus dem Space Diner. Ihr sagt, was ihr wollt, aber als sie die Texte geschrieben haben, waren die voll, oder? Ah, nee, ich hab gesifft und das sieht auf dem Drop nicht gut aus, wenn das... das sieht nicht gut aus. Ich hab den eben extra nochmal gewaschen. Ja, ganz schön. Das Erste, was ich merke, ist, dass der Zimt ein bisschen scharf ist. Oh, Beer Pairing. Das war, oh. Ja, holla. Ey, mehr. Oh, ist das geil. Beer Pairings. Das kitzelt das raus, worüber ich mich gerade ein bisschen beschweren wollte. Ich meine, es ist ein Apfelstrudel-Liquid und das sollte länger reifen als die 3-4 Tage, die es jetzt hatte. Das ist zu wenig. Ja, ich weiß, ich habe das zu spät angemischt. Und ich wollte sagen, was mir fehlt, ist ein kräftig ausgebackener Teig. Den will ich in einem Apfelstrudel auf jeden Fall drin haben. Fettig, dick, blättrig, halt so wie das so sein soll. In Kombination mit dem Bier kommt das so krass raus. Ich kann jetzt nicht immer Bier saufen, wenn ich das Zeug dampfen will. Und ich möchte wetten, es wird auch noch besser, wenn es noch eine Zeit lang reift. Alles, was schwere, kuchige Aromen sind, die brauchen einfach ein bisschen länger. Es war jetzt ein bisschen unfair, das jetzt schon zu testen. Und die Apfelnote? Erinnert mich an die Apfeltaschen aus dem Meckes. Gibt's die noch? Machen die das noch? Ja, ich glaube auch, im Meckes hat man garantiert irgendwie mit Aromen diesen Äpfeln nachgeholfen. Da war nie eine Schale drumrum, dadurch geht wahnsinnig viel Geschmack von einem Apfel verloren. Und das ist eine Mischung aus rotem und grünem Apfel, wobei es mehr roter Apfel ist. Kracher. In der Kombination ist es extrem geil. In der Mischung, wie es jetzt ist, muss es vielleicht noch ein bisschen reifen. Mir fehlt kräftiger Teig. Mir ist was echt Bescheuertes aufgefallen. Denn ich hatte die ganze Zeit nichts mehr von Antimatter zu Hause. Als ich das Video über die Chubby gemacht habe, war auch das letzte Mal, dass ich Black Hole gekauft habe. Ich habe seitdem, glaube ich, habe keine Chubbys mehr gekauft. Stimmt nicht, ich habe eine Flasche Eisberg gekauft. Aber das einzige Produkt von Antimatter, was ich noch zu Hause hatte, war das hier.
Der Lick Key. Das ist ein kleines Teil, damit könnt ihr eure Chubby-Flaschen aufhebeln und damit geht das ganz einfach. Vor allem die 120er gehen damit gut. Und mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass man für Antimatter in der Chubby-Version diese Dinger hier gar nicht braucht. Voll unnötig. Man befüllt die Flasche einmal. Vor dem Befüllen ist sie ja noch offen und nach dem Befüllen ist sie halt zu und man wirft sie anschließend weg. Mit diesen kleinen Teilen hier jetzt ergibt das Sinn. Jetzt kann man, sofern man welche hat, seine Antimatter-Flaschen auch wieder aufkriegen. Es ist wie so ein Film, wo man erst am Schluss peilt, was diese ganze Story am Anfang sollte. Auf einmal ergibt alles Sinn. Vielleicht ist das der gewisse X-Faktor aus diesem... ist egal jetzt. Eine Sache ist, also ich nehme für diese Videos ja kein Honorar, die ich mache, und meistens werden mir die Sachen kostenlos zur Verfügung gestellt. In diesem Fall habe ich alles gekauft, was wir hier jetzt haben. Das ist auch völlig okay, ich wollte es ja haben, also kaufe ich das Zeug, was ich mir nicht im Laden kaufen konnte und wo vielleicht die Firma Antimatter, wenn sie das Video sieht, ein Erbarmen hat. Das wäre diese saucoole Antimatter-Tasse. Ich habe eine schwarze Tasse, die ist matt und darin ist das Antimatter-Logo ausgespart und dahinter ist die weiße Keramik, das sieht affengeil aus. Die hatte auch Raphael im Laden und da drin hat er mir auch meinen Kaffee serviert und ich wollte sie einstecken, aber tut man nicht, support your local dealer. Wir hatten noch nicht Asterion. Sieht gut aus. Asterion, und das kenne ich bereits, denn meine Freundin hatte das in einem Päckchen von Charity Line. Und es sagt, ein Mondcocktail aus Passionsfrucht, Zuckermelone, Kaktus und Menthol. Mondcocktail. Das schmeckt so grandios nach Sommer, das Zeug. So, wie immer haben wir das Ding Passionsfrucht, von dem ich immer noch nicht weiß, wie es schmeckt, da ich noch keine gegessen habe. Ich wollte es immer mal nachholen, ich habe es nie gemacht. Zuckermelone, das ist alles ein bisschen schwer zu sagen. Es schmeckt tropisch, und zwar nicht nach Ananas tropisch, sondern es schmeckt so ein bisschen exotisch. Ich weiß auch nicht. Muss dieser Mix sein. Kaktus wiederum kenne ich auch aus Blackline und daran erinnert es mich auch so ein bisschen. Für mich fühlt es sich an wie eine Mischung aus Blackline und Pinkline, wenn das jemand kennt. Blackline ist ein Allday von mir und auch das hier könnte echt ein Allday sein, ohne Probleme. Irgendwie fühlt sich das Liquid sehr erwachsen an, auch wenn es Fruchtzeug ist. Ich würde das als Cocktail trinken. Es ist nicht sehr süß, es ist halt fruchtig, sehr frisch. Und durch das Scharfe, es ist scharf, macht das Aroma so ein bisschen ernsthaft. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Bonbon oder mit einem Kaugummi oder irgend sowas in der Art, sondern tatsächlich würde ich sowas in einer Bar gerne im Becher haben. Aber fällt definitiv in die Riege Sommer. Sehr angenehm, nicht zu süß, bisschen herb, bisschen scharf. Es ist fruchtig und man weiß nicht genau, was da passiert. Mir ist aufgefallen, dass diese Aromen jetzt so ein bisschen ein Schattendasein haben. Ich habe von dem Release nichts mitgekriegt und war anschließend im Netz und habe dann mal bei Dampfdorado geguckt, wie sieht es dort aus. Und die haben es tatsächlich auch auf der Startseite angepriesen, aber es war nicht bei den Neuerscheinungen und man muss sich auch so ein bisschen durchwühlen, denn die Refills sind eine Produktvariante der ursprünglichen Chubby Antimatter Flaschen. Das heißt, wenn ich es gewohnt bin, auf die Seite zu gehen und zu sagen, ich möchte Asterion kaufen und ich mache das immer und dann lege ich halt einfach nur Asterion in den Warenkorb. Was man tun kann, ist darunter die Option, ich will das Refill haben, auszuwählen und dann kriegt man das Refill. Es ist kein eigenes Produkt, deswegen war es anscheinend auch nicht in den Neuerscheinungen und sowas mit drin. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Shops gelaufen ist, aber mir kam das ein bisschen sehr leise vor, was sie da gemacht haben, im Gegensatz dazu, dass Antimatter halt mit so einem großen Knall auf den Markt kam. Okay, ich meine, ich habe darüber erfahren, weil mein Offliner weiß, was ich mag. Ich habe nur eins in Chubby-Flaschen abgefüllt, das ist eine Chubby-Flasche von 510 Cloud Park, die ich ja schon wesentlich besser finde als die normalen Chubbys. Aber auch hier, das Ding ist voll mit Liquid, es sifft.
Da fällt mir was ein, Moment. Diese Five Tank Loud Park Leerflasche habe ich auf der Hall of Fame gekriegt, weil ich an einer Abstimmung mitgemacht habe. Und da drin gab es einen Gutscheincode und den habe ich noch. Den werde ich nicht brauchen. Ich halte das jetzt einfach hier in die Kamera. Und der oder die Erste, die diesen Gutscheincode eingeben, kriegen 10% bei Five Tank Loud Park. Hier auf meinen Nacken. So, kommen wir zum letzten Aroma, zu dem ich eigentlich nicht viel erzählen muss oder viel testen muss. Denn das gehört zu den geilsten Sachen am Markt, wenn es hier um so Vanille... es ist Black Hole, ich zieh mal. So ein Kracher, Alter. Und das ist erst 7 Tage gereift und ich weiß, dass es noch geiler wird. Die Beschreibung ist Vanille und Rum, nicht von dieser Welt. Ich behaupte, das ist Rumtraubennuss. Die Rumnote ist ein Backaroma Rum. Es hat mit Rum jetzt eigentlich nichts zu tun, so, sondern es schmeckt halt wie Backaroma aus der Weihnachtsbäckerei. Und auch die Vanille ist so ein bisschen kipferlmäßig, so wie aus einer Süßspeise. Und ich behaupte, da haben sie irgendwas mit Nuss gemacht und ich glaube Walnuss. Ich weiß nicht ganz genau, was da los ist in dem Zeug. Aber das ist das beste Aroma in der Art auf dem Markt, meiner Meinung nach. Timo vom Nebelwerk hat mich auf dieses Zeug geschubst und ich war innerhalb von 2 Zügen total gehuckt. Das ist ein total super geiles Aroma. Süß, warm, vereinnahmend, ein kleines bisschen gebäckmäßig. Diese Backaromen da drin, ein bisschen Nuss. Und ich glaube, jetzt im Winter werde ich dieses Zeug immer und immer wieder kaufen. Es ist einfach sehr gut. So, das war's. Ich habe jetzt echt 7 Aromen durchgetestet. Das ging flott. Ich persönlich war ein bisschen gehypt, dass das jetzt so funktionieren kann. Dass ein paar Leute halt irgendwie sagen, wir hätten es gerne anders. Und es wird anders gemacht. Ob das jetzt einschlägt oder nicht, keine Ahnung. Für mich ist es definitiv ein Win-Win. Wir haben weniger Müll. Ich kann es in Flaschen füllen, wie ich Bock habe. Ich bezahle irgendwie weniger dafür. Ist alles toll. Wenn ich jetzt noch so eine Tasse hätte, wink, wink. Ich höre jetzt auf, das alles in den Himmel zu loben. Ich glaube, aus mir spricht auch langsam der Alkohol. Wenn ihr Antimatter mögt, schreibt mir doch mal, was die Lieblingssorte von euch ist. Denn, das finde ich ja ganz interessant, es gibt ein durchgehendes Konzept. Und zwar ist das die Sache irgendwie Weltraum, chemische Elemente und so ein bisschen Space-Kram. Aber es ist halt sehr vielfältig, was die Geschmäcker angeht. Deswegen tickert mir das mir hier unten rein. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut es doch einfach. Das würde mich sehr freuen. Gebt einen Daumen hoch oder runter, demnach wie es war. Ich sage vielen Dank an Michael für diesen unfassbar geilen Karton voll mit geilem Bier. Ich sage euch danke fürs Zuschauen wie jedes Mal. Guckt nochmal rein. Tschüss.